Hallo und willkommen auf Ingenieurkurse.de. Mein Name ist Jessica Scholz und ich möchte Ihnen heute den Kurs Technische Mechanik 1 oder auch Statik genannt vorstellen. Die Technische Mechanik 1 ist der erste von drei Teilen der Technischen Mechanik und beschäftigt sich vor allem mit der Bestimmung von Kräften und Momenten auf einen in Ruhe befindlichen Körper. Der Kurs gliedert sich in 8 Kapitel. Im Eingangskapitel werden wir Ihnen den Kraftbegriff sowie das Wechselwirkungsgesetz vorstellen. Im zweiten Kapitel Einzelkräfte mit gemeinsamen Angriffspunkt werden wir Ihnen zeigen, wie Sie eine Kraft in eine X- und eine Y-Komponente zerlegen, sowie Sie zwei oder mehrere Kräfte zu einer resultierenden zusammenfassen. Im Kapitel Einzelkräfte mit unterschiedlichen Angriffspunkten werden wir dann den Momentenbegriff einführen sowie die Bestimmung von Momenten. Außerdem werden wir das Kräftegleichgewicht ebener Kräftegruppen betrachten. Im Kapitel Schwerpunkte beschäftigen wir uns dann zum einen mit parallelen Einzelkräften und die Schwerpunktlage dieser sowie mit kontinuierlich verteilten Kräften. Außerdem werden Linien- und Flächenschwerpunkte bestimmt. Im Kapitel Lagerreaktionen betrachten wir dann die Bestimmung von Lagerkräften. Das Kapitel Fachwerke beschäftigt sich mit der Bestimmung von Stabkräften innerhalb eines Fachwerks. Im folgenden Kapitel Schnittmethoden und Schnittgrößen betrachten wir nun die inneren Kräfte eines Körpers. Im letzten Kapitel Haftung und Reibung werden wir dann die Gleitreibung, die Haftreibung und die Seilreibung einführen. Der Kurs ist mit drei Komponenten ausgestattet. Zum einen leicht verständliche Lehrtexte, zweitens interaktive Übungsaufgaben und drittens ergänzende Lernvideos. Wir bringen für Sie auf den Punkt, worauf es ankommt, speziell zu jedem Thema. Für Sie besteht jederzeit die Möglichkeit, mithilfe eines virtuellen Markers Markierungen zu setzen oder aber Textbausteine, Zeilen und so weiter hervorzuheben. Sie können damit jederzeit wieder auf diese Hervorhebung zurückgreifen. Dieser Kurs ist außerdem jederzeit und überall belegbar bzw. abrufbar. Das bedeutet, Sie können dies unterwegs tun mit Ihrem Laptop oder aber mit Ihrem Smartphone. Ich hoffe, ich konnte Sie für den Kurs Technische Mechanik 1 begeistern und wünsche Ihnen viel Spaß beim Durchschauen und beim Besuch des Kurses. Bis dahin, Ihr Ingenieurkurse.de-Team.